Heute habe ich was ganz Besonderes für Sie zur Grundsteuer. Eine echte Insiderinformation. Die ist frisch vom Finanzgerichtstag in Köln. Da haben wir am 22. Januar 2024 getagt. Das machen wir einmal im Jahr. Die Steueranwälte und die Richter bei den Finanzgerichten, auch beim Bundesfinanzhof, manchmal auch noch höher. Und die Forscher an den Unis genauso. Wir diskutieren einmal im Jahr steuerrechtliche Themen. Was ist aktuell? Was kommt als nächstes? Und dieses Jahr natürlich die Grundsteuer. Und ich verrate Ihnen was. Alle Experten bereiten sich jetzt schon darauf vor, dass die neue Grundsteuer wirklich verfassungswidrig sein kann. Was passiert dann? Genau das schauen wir uns heute zusammen an. Hallo, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Steuerrechtskanzlei Texpro in Frankfurt am Main. Ich nehme Sie heute nochmal mit nach draußen, obwohl ein Sturm aufzieht. Ich beeil mich. Aber genau das tut er bei der Grundsteuer auch. Ein wahrer Sturm zieht auf, denn die kann wirklich verfassungswidrig sein. Wir wissen das ja schon seit ein paar Wochen, seit den beiden großen Hammergerichtsentscheidungen vom Finanzgericht aus Rheinland-Pfalz. Sie wissen, ne? Sie kennen mein Video dazu. Die Richter haben auf fast 100 Seiten stark begründet, warum die neue Grundsteuer unserem Grundgesetz widerspricht. Trotzdem müssen mehr als 30 Millionen Eigentümerinnen und Eigentümer in Deutschland die Steuererklärung für die Grundsteuer abgeben. Sie bekommen Steuerbescheide. Sie müssen Einspruch dagegen einlegen. Mit unserem Mustereinspruch von den Pepper Papers natürlich. Und genau deswegen ist die Grundsteuer jetzt auch am Finanzgerichtstag in Köln das große Thema gewesen. Wir hatten einen Dozenten, das ist Professor Kirchhoff. Den kennen Sie bestimmt, ne? Das ist einer der ersten großen Zweifler bei der Grundsteuer gewesen, außer uns bei Texpro, meine Teamkollegen und ich, die von Anfang an gesagt haben, die neue Grundsteuer, die ist verfassungswidrig, sie verletzt den Gleichheitsgrundsatz. Die führt auch zu widersinnigen Ergebnissen, weil sie einfach nicht differenziert. Sie schert ja gewissermaßen alles über einen Kamm. Kirchhoff hat am Finanzgerichtstag in Köln dafür auch ein ganz gutes Beispiel gebracht. Er hat gesagt, wir vergleichen mal für die Grundsteuer die neue, die Villa in Wannsee mit dem Haus, dem Mehrparteienhaus in Berlin-Neukölln. Laut der neuen Grundsteuer, hat er vorgerechnet, ist die Villa in Wannsee günstiger. Das Haus in Neukölln mit 4 oder 5 Wohnungen ist doppelt so teuer bei der neuen Grundsteuer, weil die einfach daran ansetzt, an diesem berühmten Ertragswert. Also, was bringt die Immobilie in der Vermietung? Und je mehr Wohnungen auf einer Grundstücksfläche sind, umso mehr ist sie werthaltig für Zwecke der neuen Grundsteuer. Also, das Mehrparteienhaus in Neukölln ist mehr wert, soll mehr wert sein als die Villa in Wannsee. Das ist ein widersinniges Ergebnis und so hat Kirchhoff auf dem Finanzgerichtstag in Köln eine wahre flammende Rede gegen die Grundsteuer gehalten. In erster Linie gegen das Bundesmodell übrigens. Aber die verfassungsrechtlichen Zweifel bestehen ja nicht nur am Bundesmodell, sondern an allen Grundsteuermodellen in allen Bundesländern. Was aber passiert, wenn die neue Grundsteuer wirklich verfassungswidrig sein sollte? Aktuell ist es ja so, wir haben mehrere Musterklagen laufen in den verschiedenen Bundesländern. Und das Hammerurteil, die Hammerurteile vom Finanzgericht in Rheinland-Pfalz Ende 2023. Die sind jetzt aktuell beim Bundesfinanzhof, weil das Finanzamt dagegen Rechtsmittel eingelegt hat. Bundesfinanzhof entscheidet also als nächstes, ist in dem Fall aber nicht die ganz letzte Instanz. Sie wissen, es geht um die Verfassung, ums Grundgesetz. Also die nächsthöhere Instanz ist dann das Bundesverfassungsgericht. Nochmal, was passiert, wenn das Bundesverfassungsgericht am Ende sagt, die neue Grundsteuer ist verfassungswidrig? Auch das haben wir in Köln diskutiert. Ganz klare Antwort, dann tritt die alte Grundsteuer wieder in Kraft. Nur das Problem ist, auch die ist ja verfassungswidrig. Und genau deswegen gibt es ja die neue Grundsteuer, die aber auch wieder verfassungswidrig ist. Dann hätten wir ein verfassungsrechtliches Vakuum, so nennen wir Steuerjuristen das. Denn wir haben einfach kein Gesetz für die Grundsteuer, was im Einklang mit dem Grundgesetz steht. Und Vakuum bedeutet es dann, dass alle diese Bescheide für die Grundsteuer, die Steuerbescheide vom Finanzamt ignorieren können, dass die keiner mehr bezahlen muss? Nicht ganz. Der Teufel steckt im Detail, wie so oft im Steuerrecht. Denn wie wird denn das Bundesverfassungsgericht entscheiden? Das ist eine Frage, die sich meine Teamkollegen hier bei Texpro und ich natürlich gestellt haben. Und wir haben uns angeschaut, die letzte Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, die eine ähnliche Breitenwirkung hatte, das war die zu den Zinsen.
Wissen Sie noch, die Zinsen ans Finanzamt, übrigens auch die haben wir erstmals beim Finanzgerichtstag in Köln diskutiert, dass die 6% nicht zu halten sind in heutigen Zeiten. Bei den Zinsen, da hat das Bundesverfassungsgericht Folgendes gemacht. Es hat gesagt, 6% Zinsen für Steuernachzahlungen ans Finanzamt, die sind verfassungswidrig. Und zwar ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt muss der Gesetzgeber eine neue Regelung finden. Genau das würden wir als Steuerexperten bei TaxPro sagen, dass das für das Bundesverfassungsgericht eine Option ist, das so zu entscheiden. Denn sie haben eine Breitenwirkung, ganz klar. Die Grundsteuer betrifft ja nicht nur mehr als 30 Millionen Eigentümer in Deutschland. Jeder Mieter, jede Mieterin bezahlt die ja über die Nebenkostenabrechnung mit. Im Endeffekt betrifft also die Grundsteuer jeden in Deutschland. Und da müssen die Richter hingehen beim Bundesverfassungsgericht und sagen, okay, wir brauchen eine anständige Neuregelung. Null Grundsteuer geht in heutigen Zeiten natürlich nicht. Sie wissen ja, irgendwo müssen die 60 Milliarden Euro ja herkommen, die aktuell fehlen nach dem Schuldenbremseurteil. Bundesverfassungsgericht kann dann sagen, wir brauchen eine Neuregelung, diesmal aber lieber Gesetzgeber nach Berlin. Schöner Gruß, ne, aus Karlsruhe. Wir brauchen diesmal ein Gesetz für die Grundsteuer, was verfassungskonform ist. Und dafür setzen die Richter dann konkret eine Frist an den Gesetzgeber. Was aber gilt bis dahin? Was bedeutet das für die Menschen, die einen Steuerbescheid vom Finanzamt bekommen? Das ist ja der erste, der jetzt kommt, schon seit 2 Jahren und dieses Jahr auch noch, bis nächstes Jahr dann die Gemeinden hingehen. Können sie diesen Steuerbescheid einfach ignorieren? Das ist auch eine Frage, die ich oft in den Kommentaren bei unseren vielen Grundsteuervideos hier auf dem Kanal gesehen habe. Wenn am Ende sowieso das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, die Hüter der Verfassung, das höchste deutsche Gericht, wenn die am Ende entscheiden, die neue Grundsteuer ist verfassungswidrig, dann brauche ich doch überhaupt keinen Einspruch. Dann ist immer wieder die Frage, kann ich doch diesen Steuerbescheid nehmen, in die Schublade legen und wenn die Frau Lederer dann über das Urteil aus Karlsruhe berichtet, wieder rausholen. So einfach ist es nicht. Denn nur allein deswegen, weil das höchste Verfassungsgericht in Deutschland sagt, die Grundsteuer ist verfassungswidrig, deswegen wird die nicht automatisch ungültig. Bei der Grundsteuer steckt der Teufel genau in dem Detail, dass Sie einen Steuerbescheid vom Finanzamt haben. Dieser Steuerbescheid, gegen den müssten Sie ja Einspruch einlegen, damit er nicht rechtskräftig wird. Wenn Sie keinen Einspruch einlegen, um das klipp und klar zu sagen, dann gilt dieser Steuerbescheid. Er wird bestandskräftig, so nennen wir Steuerrechtler das. Gegen einen bestandskräftigen Steuerbescheid können Sie so gut wie gar nichts mehr machen. In ganz wenigen Ausnahmen geht das. Hier bei der Grundsteuer keine Chance. Es hätte eine Chance bestanden. Und dann hätte man auch vermeiden können, dass Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland Einspruch einlegen. Nochmal, unseren Mustereinspruch von den Pepper Papers. Diese Möglichkeit wäre gewesen zu sagen, beim Bundesfinanzministerium konkret, wir machen jetzt eine Anweisung an alle Finanzämter in Deutschland, dass sie diese Steuerbescheide vorläufig machen. Schauen Sie mal auf Ihren Bescheid drauf zur Grundsteuer, wenn Sie einen zur Hand haben. Auf der ersten Seite, da steht immer Festsetzung. Und da würde stehen, dass der Steuerbescheid vorläufig ist. Eben weil es Musterklagen gibt, Musterprozesse, weil es Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit gibt. Und genau das steht im Steuerbescheid nicht drin. Wenn das drin stünde, dann wäre es leicht zu sagen, wir warten ab, bis das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Wenn es sagt, verfassungswidrig, okay, dann ist mein Steuerbescheid automatisch ungültig. Ich muss mich dann noch mal kurz beim Finanzamt dazu melden. Gibt es eine Frist? Mache ich dann auch mal ein Video zu. Aber dieser Zusatz fehlt. Es gibt keinen Vorläufigkeitsvermerk auf dem Steuerbescheid. Das ist das steuerrechtliche Keyword. Und solange es den nicht gibt, wird der Steuerbescheid rechtskräftig, bestandskräftig in Stein gemeißelt, wenn Sie dagegen keinen Einspruch einlegen. Und das bedeutet in letzter Konsequenz, das Thema dieses Videos und der Diskussion beim Finanzgerichtstag ist ja, was passiert, wenn die neue Grundsteuer wirklich verfassungswidrig sein sollte? Dann brauchen Sie Ihren Einspruch gegen den Steuerbescheid. Nur damit können Sie sagen, jetzt kommt das positive Urteil aus Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht. Ja, ich habe Einspruch eingelegt. Ich habe meinen Steuerfall offen gehalten mit diesem Einspruch. Mein Steuerbescheid ist nicht rechtskräftig. Und nur dann profitieren Sie von einem positiven Richterspruch gegen die neue Grundsteuer. Deswegen ist mein ganz klarer Tipp für Sie, legen Sie gegen Ihren Bescheid für die neue Grundsteuer, den vom Finanzamt, Einspruch ein. Machen Sie den Mustereinspruch von den Pepper Papers. Die 9,99 Euro, die der kostet, sind Ihr Geld auf jeden Fall wert. Denn nur dann können Sie davon profitieren und auch geschützt sein gegen die neue Grundsteuer, wenn am Ende
das Bundesverfassungsgericht feststellt, dass die neue Grundsteuer eben doch verfassungswidrig ist. Ich hoffe immer, dass es Sie schlauer gemacht hat heute. Und wir sehen uns Montag und Freitag hier auf dem Kanal um 18:30 Uhr, wenn Sie wollen. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.